Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das Thema Wasserstoff, das beschäftigt uns ja immer noch, gerade wenn es um das Thema PKW, Transformation der Antriebe geht. Was ist die Zukunft? Elektromobilität, Wasserstoff, E-Fuels. Das letzte Video, was ich gemacht habe zu diesem Thema E-Fuels, das war ja mit Professor Maximilian Fichtner, dem Leiter des Helmholtz-Instituts in Ulm. Und der ist auch heute wieder dabei. Und er selber hat ja auch schon am Thema Wasserstoff geforscht, viele Jahre lang. Und das wird mega interessant. Was hat der Professor Dr. Fichtner zu diesem Thema zu sagen? Welche Erkenntnisse hat er gewonnen? Und was bedeutet das für uns und für unsere Zukunft unserer Autos? Das wird ein mega spannendes Thema. Also bleibt dran! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, moin, Herr Professor Fichtner. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie auch in diesem Video dabei sind. Diesmal geht es ja um das Thema Wasserstoff. Und wer die erste Folge zum Thema E-Fuels verpasst hat, der kennt sie ja vielleicht noch nicht. Also wollen Sie sich vielleicht mal ganz kurz meinen Zuschauern vorstellen? Ja, gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker, Physikochemiker, bin geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung, bin Professor für Festkörperchemie hier in Ulm, leite eine große Plattform für elektrochemische Energiespeicherung, die die Standorte Ulm und Karlsruhe zusammenfasst und bin Sprecher eines sogenannten Exzellenzclusters, in dem 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neuen Themen zur Batterieforschung forschen und versuchen, das Lithium in Batterien durch andere nachhaltigere Optionen zu ersetzen. Ja, Herr Professor Fichtner ist nicht nur auf zahlreichen Vorträgen und auch auf YouTube mit seinem Fachwissen gefragt. Er betreibt auch einen eigenen Batterie-Podcast. Und den kann ich euch übrigens wärmstens empfehlen. Den kennt ihr noch nicht? Ja, dann schaut mal hier. Bevor es jetzt gleich weitergeht, eine kurze Empfehlung von uns für den eigenen Podcast von Professor Fichtner. Der heißt Geladen, der Batterie-Podcast, und wird produziert von zwei Batterieforschungseinrichtungen. Patrick, erzähl mal kurz, worum geht's da? Ja, wir reden in diesem Podcast oft über Batterien für die Elektromobilität, über zukünftige neue Batteriematerialien, über Sicherheit, über Nachhaltigkeit und zum Beispiel über Recycling von Batterien. Also ganz neue Forschungsthemen direkt aus Ulm. Schalten Sie ein und abonnieren Sie. Und falls ihr für euer E-Auto eine Autoversicherung braucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner Fair Finanzpartner OHG vorbei. Stefan Hamsen, die haben bestimmt einen passenden Tarif für euch. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ja, Professor Fichtner, bei Wasserstoff, da scheint es ja irgendwie so zu sein, dass in der landläufigen Meinung diese Technologie extrem positiv besetzt ist. Also Wasserstoff ist irgendwie per se grün in den Vorstellungen der Leute und Brennstoffzellen-Pkw, die könnten ja eigentlich sofort kommen. Wäre die deutsche Autoindustrie nicht einfach so schnarchig und würde den Asiaten das Feld überlassen? Können Sie vielleicht mal kurz den Unterschied zwischen Elektroauto und wasserstoffbetriebenem Auto zusammenfassen? Also beides sind ja eigentlich Elektroautos. Wie ist denn da so die Prozesskette vom Windrad bis zum Antrieb? Ja, es sind tatsächlich beides Elektrofahrzeuge, nur dass der Strom unterschiedlich bereitgestellt wird. In meinem Fall haben wir es eben so, wir haben ein Windrad oder wir haben Photovoltaik, und die elektrische Energie wird direkt in der Batterie gespeichert und von dort aus geht sie auf die Räder des Elektrofahrzeugs. Das ist der batterieelektrische Antrieb. Im anderen Fall verwenden wir keine Batterie oder nur eine kleine Hilfsbatterie und speichern die Energie an Bord des Fahrzeugs in Form von einer chemischen Substanz, also eine Art Brennstoff, wenn man so will, das ist der Wasserstoff. Der Wasserstoff, der fällt allerdings nicht vom Himmel, sondern der muss erstmal erzeugt werden. Im Augenblick wird der Wasserstoff erzeugt durch sogenannte Dampfreformierung von Erdgas. Das heißt, wir haben eine fossile Quelle, um das eigentlich schöne Gas Wasserstoff herzustellen. Und deshalb haben auch die Brennstoffzellenfahrzeuge im Augenblick einen CO2-Fußabdruck, der irgendwo zwischen einem Plug-in-Hybrid und einem Diesel liegt. Also ist das alles andere als klimafreundlich im Augenblick. Die Perspektive wäre, dass man den Wasserstoff grün herstellt, beziehungsweise ist eigentlich ein Muss. Ansonsten entfällt jede Grundlage dafür anzunehmen, dass die Brennstoffzellenfahrzeuge einen Klimaeffekt haben könnten.
Also grüner Wasserstoff kann man herstellen, indem man Grünstrom hernimmt. Aus dem wird dann über die sogenannte Elektrolyse Wasser gespalten. Dabei entsteht Wasserstoff, den muss man ein bisschen aufbereiten. In diesem ersten Schritt verlieren sie aber schon mal 30-40% der eingesetzten Energie, weil die Elektrolyse eben nicht besonders effizient ist. Dann müssen sie den Wasserstoff aufreinigen und dann für den Transport bereitstellen. Das heißt, sie müssen den hochkomprimieren auf 230 bis 250 Bar. Da verlieren sie nochmal 12%. Sie können ihn auch verflüssigen, um irgendwie mehr Wasserstoff pro Volumen transportieren zu können. Da würden Sie aber 40% verlieren. Dann haben Sie ein bisschen Transport, ein paar Prozent Verluste. Dann kommt es in die Tankstelle. Und an der Tankstelle müssen Sie den Wasserstoff nochmal vorkonditionieren, bevor er dann mit 700 Bar Druck in die eigentlichen Speicher im Fahrzeug gepresst wird. Das heißt, an der Tankstelle muss der nochmal auf 1000 Bar hochgebracht werden und gleichzeitig abgekühlt auf minus 40 Grad. Da verlieren Sie nochmal etwa 30% Ihrer eingesetzten Energie. Und dann haben Sie es im Fahrzeug und dann wird es in einer Brennstoffzelle umgewandelt mit Luftsauerstoff zusammen in Wasserdampf. Deshalb ist das Ganze lokal emissionsfrei. Allerdings hat die Brennstoffzelle auch einen Wirkungsgrad von nur 50-55%. Das heißt, da verlieren sie auch nochmal die Hälfte der restlichen Energie, die da noch übrig bleibt. Am Ende kommen von den 100% eingesetzten Windstrom oder Photovoltaik nur noch 15-18% tatsächlich am Rad an. Wenn sie das Ganze voll elektrisch machen über die Batterie, ist es mehr, dann sind es etwa 70%. Das ist einer der Gründe. Aber der Hauptgrund im Augenblick ist einfach der, dass wenn Sie, also der Hauptgrund für die zögerliche Einführung, sage ich mal, ist einfach der, wenn Sie im Augenblick ein Brennstoffzellenfahrzeug kaufen möchten, dann kostet so ein Hyundai Nexo zum Beispiel, kostet 80.000 Euro. Ja. Hyundai kostet der in der Herstellung 110.000 Euro. Ja. Und das Problem ist, dass es bisher keinem der Hersteller wirklich gelungen ist, diese Kosten massiv zu senken. Ja. Wenn wir uns anschauen, wie die Situation vor drei Jahren war, 2019, da gab es vier Hersteller, die Brennstoffzellenfahrzeuge angeboten haben. Daimler, Toyota, Honda und Hyundai. 2019 ist Daimler ausgestiegen nach 30 Jahren Entwicklung. Das waren mit die Ersten. Die haben gesagt, wir sehen da keine Chance. Wir erreichen unsere Entwicklungsziele nicht. Dann ist Honda ausgestiegen, beziehungsweise sie haben gesagt, sie legen die Entwicklung auf Eis und entwickeln weiter zusammen mit BMW oder machen Technologiebeobachtung. Das ist eine Abteilung, die, glaube ich, 14 Mann stark ist. Das heißt, da kann man weiter die Technologie beobachten, aber da werden keine neuen Fahrzeuge entwickelt. Dann ist vor kurzem Hyundai an die Presse getreten, hat gesagt, sie werden jetzt die Entwicklung der dritten Generation der Brennstoffzelle auf Eis legen. Sie haben gesagt, sie erreichen keine der ursprünglich gesteckten Ziele. Und die Perspektive, dass der Wasserstoff, der Brennstoff sich verbilligt, hat sich eben auch nicht ergeben. Ja, und wenn Sie dann jetzt noch Toyota, die als einzige noch übrig bleiben, sich anschauen, dann haben die jetzt für die nächsten 5 Jahre 15 neue Modelle angekündigt. Das sind aber alles batterieelektrische Modelle. Es wird wohl so sein, dass der Toyota Mirai weiterhin angeboten wird, aber dann haben sie noch ein Fahrzeug übrig. Und die Gründe dafür sind ganz einfach. Die Technik ist um einen Faktor 3 zu teuer. Ja? Und das können sie dann auch nicht mit ein bisschen Förderung glatt ziehen. Der Faktor 3 hängt über dieser ganzen Sache wie ein Damoklesschwert. Und es gibt halt auch eine Menge Nachteile für den Nutzer. Wenn Sie in die Betriebsanleitung von so einem Hyundai Nexo reinschauen, da werden Sie lesen, dass Sie alle 10.000 Kilometer zu einem Generalcheck in die Werkstatt müssen.
Ja, weil Wasserstoff ist eben Wasserstoff. Da kann das kleinste Leck irgendwo kann dazu führen, dass sich so Gasnester bilden. Das ist ja leichter als Luft. Und wenn sich das entzündet, haben sie eine Detonation. Das möchten sie nicht haben. Ja, jetzt haben wir gehört, dass der Wirkungsgrad ziemlich schlecht ist und dass wir sehr, sehr viele Windräder bräuchten für den Wasserstoff, den wir herstellen wollen. Dann haben wir damit aber ja nur die Pkw-Flotte betrieben. Und die Großindustrie oder der Schiffsverkehr der Zukunft, die benötigen ja auch händeringend grünen Wasserstoff. Und dafür kommt dann also nochmal ein Faktor an notwendigen Windrädern dazu. Trotzdem sagt mir zum Beispiel mein Nachbar, ich kaufe mir kein E-Auto, ich warte auf Wasserstoffautos. Denn in Asien, da soll das ja boomen und dann kommt das auf jeden Fall auch bald zu uns. Wie sieht es denn eigentlich aus, also die Situation der Wasserstoff-Pkw, so weltweit gesehen im Vergleich zu den Elektroautos? Ja, also wenn Sie die Verkäufe auftragen von batterieelektrischen Fahrzeugen, da sehen Sie so eine, ich nenne es immer Corona-Kurve, so eine Exponentialkurve, die also jetzt steil nach oben anfängt zu gehen. Auf der Skala sind die Wasserstofffahrzeuge nicht erkennbar von ihrer Menge. Es sind wenige Tausend, im anderen Fall sind es halt Hunderttausende bis Millionen. Und das ist eben eine Sache, die sich halt noch weiterhin beschleunigen wird. Und die Leute, die glauben, dass sich das alles in Asien abspielt, denen empfehle ich mal tatsächlich auf die realen Zahlen zu schauen. Mich hat es auch interessiert. Ich komme ja auch aus dem Wasserstoffbereich und ich bin ja eigentlich sehr offen dafür, aber ich möchte halt auch nicht unrealistisch sein. Und in China ist es zum Beispiel so, da haben sie im ersten Quartal 2021 haben sie an Neuzulassungen 273.000 Batteriefahrzeuge gehabt und 37 Brennstoffzellenfahrzeuge. Das heißt, wenn man da jetzt von einem Boom sprechen möchte, da braucht man schon viel Fantasie, muss ich sagen. Also ich sehe es nicht. Ja, es kann sein, dass da jetzt noch weiterentwickelt wird, aber ich gebe zu bedenken, dass China die erste Phase der Förderung der Wasserstofftechnologie vor wenigen Jahren abgeschlossen hat und hat gesagt, wir stecken da jetzt kein Geld mehr rein. Mittlerweile machen sie es wieder, allerdings unter völlig anderen Fördervoraussetzungen. Da ist es nämlich so, sie können Mittel beantragen für ein Wasserstoffprojekt, sie müssen dann aber ganz klare technische Ziele benennen und dann können sie erstmal loslegen und forschen. Und wenn sie die Ziele hinterher erreicht haben, dann kriegen sie das Geld. Ja, das heißt, es sind also gebrannte Kinder, wenn man so will. Und ich bin mal gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Ich gebe zu bedenken, dass es Brennstoffzellenfahrzeuge bereits vor 60 Jahren gegeben hat. Da jetzt herzugehen und annehmen zu wollen, dass man jetzt einfach mal ein bisschen forschen muss und dann ändert sich da alles, das halte ich für überoptimistisch. Wir sind in einigen Bereichen in der Wasserstofftechnologie bereits in der Nähe der technischen Machbarkeit, der physikalischen Grenzen. Und die Natur schiebt gewissen Dingen einfach einen Riegel vor. Da können sie dann auch nicht drüber rausgehen. Und wir sind da zumindest in der Nähe. Ja. Ja, und gerade erst habe ich eine Einladung zu einer Diskussionsrunde von der Initiative Idea to Business in Bremen bekommen. Und da geht es um das Thema CO2-freie Mobilität für den Mittelstand. Also die Expertenrunde auf dem Podium, die ist im Prinzip komplett wasserstofflastig. Und beim Mittelstand, da geht es natürlich weniger um Pkw, sondern hauptsächlich auch um Transport, also kleine bis mittlere Lkw und Schwerlastverkehr. Also selbst wenn jemand inzwischen eingesehen hat, dass bei Pkw der Wasserstoffzug abgefahren ist, bei Lkw, da wird das doch aber auf jeden Fall die Zukunft sein oder etwa nicht. Also ich würde mal sagen, also ich würde generell dazu raten, mal die laufenden Wasserstoffprojekte unter die Lupe zu nehmen, mit der Fragestellung, würde dieses Projekt auch laufen, wenn es nicht massiv staatlich gefördert würde? Ja. Im Augenblick gibt es natürlich Projekte, die in die Richtung gehen. Es gibt auch Versuchsfahrzeuge. Dann muss man sich aber auch mal wieder die rosa Brille absetzen. Und wenn Sie sich mal umschauen, weltweit, es gibt etwa 25
große Entwickler oder Firmen, die emissionsfreie Trucks herstellen. Und von den 25 Firmen gehen mittlerweile 20 auf batterieelektrische Fahrzeuge. Ja. Ich weiß, dass Daimler mit diesem Gen-H2-Truck natürlich versucht, in den Wasserstoffbereich vorzudringen, mit dem Argument der größeren Reichweite. Aber wenn ich mir jetzt mal die Zahlen vergleiche von diesem Gen-H2-Truck mit dem angekündigten Tesla Semi, der ja dieses Jahr auch rauskommen soll, dann haben die eine vergleichbare Reichweite um 1000 Kilometer. Nur mit dem Unterschied, in Tesla, den wird es jetzt schon geben, den Gen-H2 weiß ich noch nicht, wann er auf den Markt kommt. Dann haben sie eine höhere Lebensdauer des Batteriefahrzeugs und insbesondere geringere Anschaffungskosten. Der Tesla wird wahrscheinlich so etwa 150.000 Euro weniger kosten als der Daimler. Und dann haben sie die Betriebskosten. Die Firma P3 Automotive hat letztes Jahr eine Studie gemacht, wo sie gerade diese Betriebskosten mal genauer unter die Lupe genommen hat. Und die sind ja bei Lastkraftwagen ganz entscheidend, weil da jeder Cent pro Kilometer entscheidend ist. Und perspektivisch auf 2025 und danach hinaus kann man also sagen, dass ein rein elektrisch betriebener Truck billiger sein wird von seinen Kosten im Vergleich zum Diesel, während der Wasserstofftruck deutlich teurer sein wird vom Unterhalt oder Betrieb als ein Diesel. Im direkten Vergleich elektrisch zu Batterie rechnet P3 etwa zwischen 30-50% mehr Kosten im Falle des Wasserstoffantriebs. Man kann das schon machen, ja? Nur die Frage ist, wer kann das denn auf Dauer bezahlen? Und kann man das nicht auch anders lösen? Im Augenblick scheinen die batterieelektrischen Trucks da immer wieder in alle möglichen Gebiete reinzustoßen. Und der Fortschritt im Batteriebereich ermöglicht diese ganzen Sachen. Ja? Ja, und wie sieht es denn eigentlich mit der Sicherheit aus? Bei Elektroautos, da ist ja jeder Autobrand eine Riesennummer in den Medien. Und die Sicherheit der ganzen Technologie wird dann gleich in Frage gestellt, wenn mal so ein Elektroauto brennt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ein Wasserstoffauto brennt. Das ist doch dann bestimmt eine ganz andere Nummer, oder? Also generell ist es natürlich so, dass neue Technologien viel kritischer betrachtet werden als bestehenden. Ich sage jetzt mal, ein Benzinfahrzeug würden sie heute nicht mehr genehmigt bekommen. Ja. Kein Mensch würde ihnen eine Zulassung erteilen dafür, dass sie mit einer krebserregenden Flüssigkeit, die hochentzündlich ist, in einem einfachen Plastiktank 50 Liter durch die Gegend fahren. Ja, das wäre ein absolutes Unding. Das würden sie heute, wenn sie so mit der Idee rauskommen würden, würde ihnen kein Mensch mehr genehmigen. Generell ist es so, also die Wasserstofffahrzeuge gelten als sicher. Ja. Allerdings, ich sag mal, unter der Annahme der Statistik kleiner Zahlen. Es gibt Szenarien, die heute noch nicht eintreten können oder eintreten werden aus Wahrscheinlichkeitsgründen. Aber ich gebe Ihnen mal nur ein Beispiel, weil Sie das Thema Brand genannt haben. In den USA gibt es jährlich etwa 5000 Garagenfeuer. Ja. Aus irgendeinem Grund, weil die Elektrik irgendwie einen kurzen hat oder was auch immer, Farbeimer rumstehen, keine Ahnung, es gibt Garagenfeuer. Wenn Sie da ein Wasserstofffahrzeug drin haben und es wird dem zu heiß, da gibt es einen Sicherheitsmechanismus, der das Bersten der Tanks verhindern soll, da gibt es also so eine Art Schmelzsicherung, dann bläst der Wasserstofftank ab mit etwa 4 Normkubikmeter pro Sekunde. Und wenn Sie dann eine Garage haben mit 40 Kubikmeter Volumen, dann haben Sie, selbst wenn Sie da jetzt kein Feuer hätten, da hätten Sie innerhalb von einer Sekunde hätten Sie die maximale Belastbarkeit, Druckbelastbarkeit ziviler Gebäude überschritten und das Ding fliegt Ihnen in die Nachbarschaft. Da das Ganze aber durch ein Feuer verursacht wird, kommt die Detonation des Wasserstoffs hinzu. Jeder kennt diesen Knallgasversuch, also, oder zumindest die sehr starke Explosion in dem Fall.
da müssen Sie damit rechnen, dass dann eben nicht nur die Garage in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern dass das Häusle vielleicht auch noch gleich mit weg ist. Ja. Also das ist ein massiver Event in dem Fall. Sie können sich auch andere Sachen vorstellen. Hier im Lande zum Beispiel, ein Fahrzeug passiert etwa 4 bis 5 Mal pro Jahr auf Schienen stehen und ein ICE rollt drüber. Bisher war das vor allem für den Fahrer, falls er noch da drin war, das Ende, aber der ICE hat diesen Metallklumpen vor sich hergeschoben. Wenn Sie jetzt in so einem Fall Wasserstofftanks mit 700 Bar da drin haben, dann scheren die ab, da gibt es keinen Sicherheitsmechanismus mehr. Und der Wasserstoff wird schlagartig in so eine komplexe geometrische Umgebung entlassen. Und dann gibt es eine Flammenbeschleunigung, eine Detonation. Und dann kann das schon dazu führen, dass so eine Lokomotive auch mal irgendwie entgleist. Und da sind dann halt gleich ein paar hundert Leute davon betroffen. Das kann ein Showstopper sein. Ja, das haben sie halt bei anderen Fahrzeugantrieben eher nicht. Ja, und der CO2-Rucksack bei der Batterieherstellung, der wird doch oft als die Achillesferse der Elektromobilität angesehen. Gibt es denn bei einem Wasserstoff-Pkw nicht auch einen großen CO2-Rucksack? Ich meine, allein dieser Wasserstofftank, das ist ja ein Spezialtank, der möglichst dicht sein muss, der benötigt doch auch extrem viel Energie zur Herstellung. Oder kann man das vernachlässigen? Was gibt es denn da für Studien? Es ist also wenn man den Antrieb nimmt von einem Wasserstofffahrzeug, den Antriebsstrang inklusive der Wasserstofftanks, dann ist es sogar größer als bei einer Batterie. Also wir dürfen noch nicht vergessen, ein Wasserstoffauto, also die Batteriefahrzeuge sind schon schwer, ja, sind schwerer als Verbrenner typischerweise, aber ein Wasserstofffahrzeug ist noch schwerer. Die Tanks, muss man sich so vorstellen, das sind dicke Kompositwände aus Kohlefasern, die mit einem Harz irgendwie verbacken werden und dann nochmal abgedichtet und alles, damit es diesen riesigen Drücken standhält. Und wenn Sie sich die letzte Studie des ICCT anschauen, das International Council of Clean Transportation, da ist es tatsächlich wohl so, dass der Drivetrain einen höheren CO2-Fußabdruck hat als der von dem Batteriefahrzeug. Ja. Also wäre denn bei der Brennstoffzelle überhaupt noch ein großes Potenzial für Verbesserung da? Ich meine, Stichwort Platin, Lebensdauer, Wartungsbedarf. Oder muss man nur mehr Förderung reinstecken und dann sind die Durchbrüche zu erwarten? Oder wie sieht's da aus? Ja, ist immer schwer vorauszusagen, was man mit Forschung in der Zukunft noch erreichen kann. Man kann sicher im technischen Bereich noch einiges verbessern. Also die Fertigungskosten kann man senken. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Was ich noch nicht sehe, ist, dass wir wirklich den vorhin angesprochenen Faktor 3 erreichen. Weil wenn Sie wirklich konkurrenzfähig sein wollen, dann müssen Sie ja diese ganze Wasserstoffkette irgendwie im Faktor 3 runterbringen. Und das sehe ich in größten Teilen als nicht realistisch an. Vielleicht schafft man es, ein Drittel zu senken, ja, oder meinetwegen auch noch auf die Hälfte, aber Faktor 3 werden sie nicht erreichen. Und dann haben sie am Ende ein Fahrzeug, was erstens mal teurer in der Anschaffung ist, was deutlich wartungsintensiver ist und dann ist auch noch der Brennstoff deutlich teurer. Also ist eine Entscheidung. Ja, das war doch ein super Schlusswort. Vielen Dank, Professor Fichtner, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, das Thema hat euch auch ein bisschen was gebracht und ihr habt ein paar Erkenntnisse daraus gezogen. So sieht's also in Wirklichkeit aus mit der Wasserstofftechnologie. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Vielen Dank für die Einladung. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich tierisch freuen. Und dann macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.